Das Menü à la Belle Époque, eine kulinarische Zeitreise in die Vergangenheit, war eine Idee, die wir verwirklichen wollten, weil ich mir auch immer gedacht habe, künstlerische Vielfalt muss eigentlich auch die Kulinarik mit einschließen. Kochen ist auch eine ganz, ganz große Kunst. Das hat dazu geführt, dass man jetzt hier im unglaublichen Ambiente des Festsaals vom Südbahnhotel zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder speisen kann. Das Menü beginnt mit einem Sektempfang auf der höchstgelegenen Sonnenterrasse des Südbahnhotels. Bei Schönwetter wirklich eine unglaubliche Aussicht, die sich einem da bietet. Geht dann weiter zur literarischen Sommerfrische, wo Autoren, die auch im Südbahnhotel zu Gast waren, von einigen der berühmtesten Schauspieler unserer Zeit gelesen werden. Ich freue mich immer, wenn meine Satire, die ich schon gekannt habe, wie sie noch so klein war, zur Wirklichkeit heranwächst. Ich werde dir lieber nicht sagen, wie ich heiße, sondern wie ich mich nenne. Was ist denn da für ein Unterschied? Na, wie ich mich als Schriftsteller nenne. Ah, du schreibst nicht unter deinen wirklichen Namen? Früher haben die Leute, die etwas weniger gezahlt haben, im Waldhofsaal gespeist und die am meisten gezahlt haben, hier unten im Festsaal. Sie können nun beim Menü tatsächlich hier im prunkvollen Ambiente, so wie früher, auch Speisen genießen, die es tatsächlich auch damals gegeben hat, begleitet von österreichischen Weinern, die speziell zur Speisenfolge ausgesucht wurden.